Falls auch du rausfinden möchtest, ob du unter den Symptomen einer Unterfunktion leidest, dann lade ich dich dazu ein, die Webseite www.ersatztherapie.com zu besuchen und dort einen ADAM-Test zu absolvieren. Falls du danach eine geeignete, betreute, professionelle Lösung für eine Therapie suchst, findest du auch dort die geeignete Anlaufstelle. Jetzt viel Spaß. Hallihallöchen, heute ein THT-Video mit etwas anderem Format. Ich bin gerade für eine Stunde hier beim Pool was lesen, mich abkühlen. Und es ist mir etwas durch den Kopf gegangen. Und zwar handelt es sich um eine Frage, die mir gestellt wurde während unserem letzten Monats-THT-Meeting. Diese Meetings sind oft sehr spannend und es kommen sehr interessante Inputs und Feedbacks. Können wir aber nicht so einfach auf YouTube reinposten aufgrund von Datenschutz und Geheimhaltepflicht. Nichtsdestotrotz will ich heute auf diese Frage eingehen. Und zwar handelt es sich um die Frage von einem unserer Patienten, der nach kurzer Zeit, gerade mal nach einem Monat, wahnsinnig positive Effekte erlebt hat. Die Symptome losgeworden sind, ist aufgrund einer Unterfunktion und mich gefragt hat, wieso, dass dieses Thema nicht viel populärer ist, weil es anscheinend ganz, ganz viele betrifft und so positive Wirkungen hat und auch verhältnismäßig sehr geringe Risiken hat. Ich rede jetzt von einer Unterfunktion, ja, nicht von einer Anabolika-Steroidkur für Bodybuilder oder junge Männer, die einfach nur eine Abkürzung suchen, besser aussehen wollen. Es geht um ein latentes Problem, was verdammt viele Männer betrifft, so ziemlich jeden zweiten über 40-Jährigen da draußen. Und da liegt, glaube ich, auch der Hund begraben. Der Punkt ist, dass das so latent ist, dass ganz viele Männer das Gefühl haben, dass die Müdigkeit, die Antriebslosigkeit, der körperliche Abfall was ganz Normales ist, dass es dazugehört beim Älterwerden. Und also ist es so, dass man diese Symptome einfach zur Seite schiebt und nicht drauf reagiert. Dann verschlimmert sich das Ganze latent und sehr langsam, ähnlich wie sich ein dimmendes Licht. Nach und nach ist es so, dass alles unklarer wird, unschärfer wird und so in der Art ist es auch mit einer Unterfunktion. Es ist nicht so, dass du plötzlich von einem Tag auf den anderen aufwachst und deine Sehkraft weg ist. Ja, es ist tatsächlich latent. Nach und nach ist es so, dass diese Unterfunktion seine Wirkung zeigt und negative Symptome sich in deinem Leben breit machen. Also, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Zum einen eben, dass die ganze Sache latent ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die Sache uninteressant ist für ganz viele Mediziner und auch unerforscht ist, wenn man davon ausgeht, dass Testosteron erst seit den 30ern überhaupt so ein bisschen bekannt wurde. Seit 1930 ist Testosteron überhaupt mal isoliert worden und danach, nach und nach war es dann so, dass man es ein bisschen raffiniert hat und heute kennt man sich schon ziemlich gut aus, aber es gibt ganz andere Bereiche, die weit, weit fortgeschrittener sind als die THT. Hauptgrund, es ist nicht viel Geld mit Männern zu verdienen, die sich hormonell optimieren. Jetzt kann man noch den Aluhut aufsetzen und sagen, vielleicht ist da eine negative Bewegung, ein Krieg gegen maskuline Männer, die gesund leistungsfähig sind und selber für sich entscheiden wollen, weil Testosteron hat halt auch diese Eigenschaft, dass man Gerechtigkeit fördernd ist, dass man entsprechend auch mehr Verantwortung übernimmt, auch aggressiver ist in seinem Leben, in den Dingen, wo man sagt, ich will über mich hinaus wachsen, zumindest über dem hinaus wachsen, was momentan mein Status quo ist. Das kann beruflicher Natur sein, das kann gesundheitlicher Natur sein, das kann aber natürlich auch gesellschaftlicher Natur sein, dass man sagt, ich will gewisse Dinge so, wie sie jetzt passieren, nicht akzeptieren. Und da will man halt nicht unbedingt Gegenstimmen züchten, indem dass man starke, willensstarke Männer hat, die vielleicht was propagieren, was nicht in ist. Also, wenn Männer wüssten, dass sie ein latentes Problem haben, das nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen würden, und wenn diese ganze Geschichte auch etwas fortschrittlicher wäre, wo man Männerkrankheiten etwas ernster nimmt, ich glaube, dann wird das Ganze ganz schnell die Welle machen und alles andere überholen. Und der Vorteil wäre, Millionen, Abermillionen von Männern würde es besser gehen. Nachteil,
ja, vielleicht ist es so, dass sich die Machtverhältnisse weltweit etwas verschieben würden. So, das sind so meine Gedanken. Deine Gedanken interessieren mich natürlich auch. Schreib bitte in die Kommentare, was du darüber denkst. Bis bald.